Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir sind mal wieder bei mir im Kleiderkontor, Nadja Gillhaus in Göttingen. Und ich habe heute mal wieder ein besonderes Anliegen. Herr von Uslar ist zu mir gekommen mit diesem Foto, beziehungsweise habe ich das gerade mal ausgedruckt. Da handelt es sich um eine Weste und einen Sakko in einem ganz besonderen Stil. Also in erster Linie würde ich erstmal sagen, das ist ein Harris-Tweed. Und so haben wir dann auch angefangen. Und das, was ihr hier alle auf dem Tisch seht, ist sozusagen eine Auswahl an unterschiedlichen Stoffen. Da habe ich hier zum Beispiel ja, das klassische Bündel von dem Harris-Tweed. Das ist halt ein sehr, sehr derber Wollstoff, der von den äußeren Hebriden, also aus Schottland, kommt. Der eigentlich ja, so ein absoluter Klassiker ist. Der eine oder andere, der mich bei Facebook oder auch bei Instagram verfolgt, hat das auch schon gesehen, dass ich da das eine oder andere schon zu gepostet habe. Und es ging erstmal heute darum, herauszuarbeiten, ob das in der Kombination auch sein soll, also sprich die Weste und das Sakko, ob das zueinander passen soll oder ob er die Weste vielleicht auch ganz alleine tragen möchte. Da habe ich natürlich erstmal ein paar Fragen gestellt, und wir sind auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das also zusammengetragen werden sollte. Die große Frage ist bei der Weste. Klassischerweise macht man bei Westen einen Futterrücken. Harris Tweed ist auch ein Stoff, der relativ dick ist. Das ist, muss man einfach wissen. Das ist jetzt kein Stoff, den man im Sommer tragen würde. Und da stellte sich eben die Frage, möchte er einen Futterrücken haben, also dass es ein bisschen leichter wird, oder sollte die Weste eben auch separat getragen werden? Und nach einigen Fragen habe ich also herausgefunden, er möchte sie auch so tragen. Das heißt also einfach mal mit einem schicken Hemd oder einer etwas dickeren Hose. Genau, und da haben wir uns jetzt also aus den unterschiedlichsten Farben und Stoffen, haben wir uns jetzt für diese Farbkombination hier entschieden. Das heißt also, das würde das Sakko werden. Und hier ist ja auch so ein bisschen was von diesem fuchsiafarbenen ja, Stoff oder von dieser Farbe ist eben auch dabei. Und da hatte ich jetzt vorgeschlagen, da er ja auch sehr farbenfroh ist, einfach mal das mit so ein bisschen farbenfroher Weste auch ja, einfach zu komplementieren. Diese Weste kann man natürlich auch so tragen. In dem Fall würde es keinen Futterrücken geben, sondern wirklich auch einen Stoffrücken. Und dazu haben wir dieses Futter ausgesucht. Das sieht auch nur er, sonst niemand. Und das wäre das Sakko mit einem blauen Futter, was auch wieder so ein bisschen diesen Streifen hier aufnimmt. Und das würde der Filzkragen, also der Unterkragen an einem Sakko, der kann ja Ton in Ton sein. Oder in dem Fall würden wir das einfach auch ein bisschen farbiger gestalten. Klassischerweise nimmt man ja, oftmals diese Lederknöpfe, aber da hatte ich die Information, dass er da schon so viele Jacken mit hat, dass wir einfach mal eine Alternative suchen und sind dann letztendlich bei diesem Knopf hängen geblieben, der einfach durch diesen Rand auch ein bisschen auffälliger ist und dem würde sowohl als kommt er an das Sakko als auch an die Weste. Das heißt, wenn ihr euch das mal hier anschaut, dieser Farbrand nimmt auch so ein bisschen diese Westenfarbe wieder auf, sodass das halt in dieser Kombination zusammen einfach finde ich, eine tolle Kombination ist, die auch super gut zu ihm passt und auch zu dem restlichen Kleidungsstil, den er hat. Und ich bin auch ziemlich gespannt und ich glaube, er auch und ihr könnt es auch sein.